Mahlzeit, ihr seltsamen Weltraumfrösche. Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir machen jetzt zum einen die Hauptstory weiter, hier die Reise nach Meridian. Dafür müssen wir auf die Nexus und dort mit den Anführern sprechen, aber vorher möchte ich mich hier auf der Tempest noch ein bisschen umsehen und möchte auch hier ein bisschen mit meiner Crew quatschen. Mal gucken, ob die mir irgendwas Neues zu erzählen haben. Das ist der Plan für diesen Teil. So, Drake ist so ein bisschen niedergeschlagen. Ich hoffe, dass der mir noch verzeihen kann. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, mich anzusprechen, Pathfinder. Hören Sie, Drake, ich... Sparen Sie sich das. Was Sie getan haben, sagt alles. Und jetzt verziehen Sie sich und lassen Sie mir etwas Zeit, mich abzuregen, bevor ich noch irgendwas mache, das wir beide bereuen werden. Okay. In Ordnung. Sie brauchen Zeit. Schon verstanden. Gehen Sie! Ja, er ist so ein bisschen pissig. Ich habe das Gefühl, die Dinge entwickeln sich langsam tatsächlich zum Positiven. Dass die Salarianer wieder bei uns sind, ist einfach großartig. Ich wünschte nur, wir hätten dafür nicht so viele opfern müssen. Ich bin neugierig, was Sie und Sid betrifft. Es war bestimmt schwer, schon so jung auf sich allein gestellt zu sein. Ja, das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Wo war Ihre Mutter während dieser Zeit? Noch auf Palavin, schätze ich. Sie war eine schreckliche Frau. Alles, was sie interessierte, war ihre Karriere. Sie und mein Vater haben sich ständig gestritten. Ich denke, am Ende haben sie einander gehasst. Als es für uns richtig schwierig wurde, habe ich darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen. Aber sie hätte uns nicht bei sich aufgenommen. Was auch immer mein Vater getan hat, hatte jegliche Hoffnung darauf zerstört. Wo waren Sie zu Hause? Auf Palavin? Nein, wir hatten Palavin damals schon verlassen. Worin auch immer unser Vater verwickelt war, bedeutete, dass wir dort nicht mehr willkommen waren. Ich war damals noch nicht mal im Trainingslager und Sid war gerade mal ein Jahr alt. Wir haben uns letztlich in einer Bergbaukolonie im Minosödland niedergelassen. 2 Jahre später war unser Vater fort. Wie haben Sie sich und Ihre Schwester durchgebracht? Ich war damals praktisch selbst noch ein Kind, also blieben mir nur jede Menge Aushilfsjobs. Vor allem auf dem Bau. Es gab gefährliche Arbeiten, die niemand übernehmen wollte. Also habe ich sie gemacht. Sowas wie in der Höhle zu arbeiten oder irgendwo drunter zu kriechen. Da ich mit einer Waffe umgehen konnte, habe ich mich aber irgendwann auf Schmuggel verlegt. Das war zwar noch gefährlicher, allerdings auch äußerst lukrativ. Wir waren nie reich, hatten aber ein angenehmes Leben. Alles klar. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Gut. Machen wir. Hier ist keiner. Hier ist, glaube ich, Jarls Quartier und der hängt ja wahrscheinlich wieder mal mit Liam rum. Die sind bestimmt wieder am Schmusen, die beiden. Na, mach auf die Tür. So, hier oben ist niemand. Aber Gil ist bestimmt da. Ne, Gil ist auch nicht da. Okay, wo sind die denn alle? Strange. Ist das keiner hier? Ryder, was für ein Sieg! Jetzt, da wir die Position von Meridian kennen, ist der Untergang des Archons besiegelt. Genau. Ein Sieg fühlt sich gut an. Und es wird noch mehr davon geben. Sie haben ein gutes Team, Ryder. Ja, es scheint ganz gut zu funktionieren. Wenn Sie möchten, kann ich die Crew darin schulen, offener mit ihren Gefühlen umzugehen. Oh, okay. Ich denke darüber nach. Okay, sagen Sie mir Bescheid. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Cat erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Wie war es für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Cat zu leben?
Wollen Sie das wirklich wissen? Nein. Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht. Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag. War er im Widerstand? Nein. Er war Techniker in einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo jeden Tag. Er ist schon so ein kleiner Dichterfürst. Als die Cat eintrafen, warum haben sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Cats sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir. Waren die Cats schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moschei, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Cats zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archon kam mit ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Und überlebt, um davon zu berichten. Okay, belassen wir es dabei. Yep. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ich dir auch, Mann. Wo rennt denn Korra rum? Ach, hier komme ich ja gar nicht durch. Ich falle jedes Mal drauf rein. So, eine neue E-Mail hatte ich, glaube ich, auch gekriegt, wurde mir mal gesagt. Wer ist denn hier noch? Ah, guck an. Dieser Archon betrachtet uns bestenfalls als Tiere. Für ihn sind alle nur Marionetten. Aber bitte, versuchen Sie nicht nochmal zu sterben, okay? Ich könnte es nicht. Ich wollte einfach niedlich aussehen. Ich wollte einfach nur gekrault werden. Ist das denn zu viel verlangt? Ryder, Sie sind wundervoll, aber ganz ehrlich, irgendwas stimmt mit Ihnen nicht. Vielleicht bringe ich Sie ja einfach gerne zum Lachen. Das ist Ihnen gelungen. Dass wir die Kroganer verloren haben, könnte uns noch teuer zu stehen kommen. Aber zumindest haben wir Rayka gerettet. Tut mir leid, ich schweife ab. Wollten Sie etwas von mir? Warum kann ich nicht mehr flirten mit ihr? Das finde ich schade. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Diese Asari, die im Außenposten Zuflucht gesucht hatten, waren uns eine große Hilfe. Jetzt müssen wir das Forschungsschiff finden, von dem Sie gesprochen haben. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elite-Soldatin für mich? Wir haben mal einen gefährlichen Kult infiltriert, in dem wir uns als neue Initiantinnen ausgaben. Valenza hat es gehasst. Sie war sowas wie unsere Militärgeistliche. Dieser Kult, diese Pervertierung des Glaubens hat sie richtig wütend gemacht. Wie haben Sie ihn zerschlagen? Nysira gab vor, Valenza müsse vom Bösen gereinigt werden. Sie erhielt eine Privataudienz bei der Anführerin des Kultes. Valenza hat sie erschossen und dann für sie gebetet. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elite-Soldatin für mich? Im Moment nicht. Aber vielleicht fällt mir ja später noch irgendwas Spannendes ein. Okay. Wir sehen uns später, Korra. Ich werde hier sein. Gut. Gut, gut, gut. So, ich wollte mal gerade in mein Quartier huschen. Mein Haustier kraulen. Und meine Mails lesen. Also ich versuche sie zu lesen. Von Gil, warum bist du nicht da? Wenn wir das nächste Mal auf Eos sind, treffe ich mich mit meiner alten Freundin Jill. Sie will sie gerne kennenlernen. Ich habe irgendwie versprochen, dass sie kommen. Okay. Ja gut, kein Problem. Ich will Jill auch mal kennenlernen. So, die Moschei. Falls sie vorhaben, die Kette zu bekämpfen, sollten sie diesen Feind ebenso verstehen wie wir. Einige wenige von uns erinnern sich noch an die Zeit, als die Cat zu uns kam und daran,
wie sich unser Leben veränderte, als wir ihre wahren Absichten erkannten. Lernen Sie, was unsere Ältesten Ihnen beibringen können. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie kommen und Ihnen ermöglicht, Sie auf Aya zu finden, sagt die Moschei. Okay. So, das hatte ich doch, glaube ich, alles schon gelesen, oder nicht? Hm. Okay. Passt schon. Aufgabe, die Zeugen. Mhm. Nun gut, alles klar. Tja, mit dem Haustier kann ich aber auch nicht viel anstellen. Na gut. Dann gehen wir jetzt einmal hier gucken. Hier ist aber nichts passiert. Zuvi vielleicht irgendwas zu sagen, aber die ist irgendwie gar nicht mehr so redselig wie am Anfang. Ich brauche eine Pause. Sie auch? Machen wir Pause. Okay. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten, Ryder? Gerne. Es ist eine Sorte aus Sumatra, aus meinem persönlichen Vorrat. Sobald er aufgebraucht ist, war es das mit Tee von der Erde. Ich habe ständig solche Gedanken. Ich werde dies nie wieder schmecken. Ich werde jenes nie wieder sehen. Kann ich verstehen. Da sind Sie nicht die Einzige, Suvi. Mir gehen die ganze Zeit solche sinnlosen Gedanken durch den Kopf. Und? Quälen Sie sie auch so? Sie sind ganz natürlich. Man müsste schon aus Stein sein, um sein Zuhause nicht manchmal zu vermissen. Das Universum ist wie ein gigantischer Wandteppich. Ich liebe es, einzelnen Fäden zu folgen. Aber das lenkt mich davon ab, das Gesamtbild zu sehen. Ich hatte meine Familie, war aber zu beschäftigt mit abstrakten Überlegungen, um sie zu schätzen zu wissen. Hm. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, würde ich sagen, dass Sie gerade wegen Ihrer Familie hier sind. Ihre Liebe zur Wissenschaft kommt doch von Ihren Eltern, oder? Und sind Sie nicht jedes Mal bei Ihnen, wenn Sie eine neue Entdeckung machen? Ryder... Das ist wunderschön. Meine Mutter hat das Implantat in meinem Kopf erschaffen und mein Vater die KI, die es verwendet. Ich habe meine Eltern ebenso wenig verloren wie Sie. Danke, Ryder. Okay, das kam jetzt überraschend. Auf einmal konnte ich mich wieder unterhalten mit ihr. Und jetzt... Ach so, ich habe sie... Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ich habe sie mit auf mein Zimmer genommen. Ich will jetzt mit ihr flirten. Fühlen Sie sich gut? Sie waren ein paar Sekunden lang klinisch tot. Ich wusste nicht mal, dass ein Sam zu so etwas fähig ist. Unser Sam ist etwas Besonderes. Ah. Modifikationen ihres Vaters. Sie scheinen offenbar gut zu funktionieren. Naja, jedenfalls danke, dass du Ryder das Leben gerettet hast, Sam. Gern geschehen, Dr. Enmore. Tja, ist doch blöd. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. So, was hast du, komischer Meckerkopf, hier hinten noch sozusagen? Gil? O'Connell und Serena waren Monate damit beschäftigt, unsere Systeme zu koordinieren. Sie können diese Verbindung nicht einfach spontan umgestalten. Gil, ich weiß, dass Sie mich hören. Das ganze Schiff kann Sie hören. Ich höre nur nicht zu. Streiten Sie sich schon wieder? Glauben Sie mir, ich bin darüber genauso unglücklich wie Sie. Nun gut, also ich hatte euch ja versprochen, wir gehen noch zu Nexus. Und das wollen wir jetzt auch damit tun. Können wir hier noch irgendwas machen?
So, Nexus, da müssen wir hin. Okay. Vielleicht kann ich da jetzt auch wieder diese Journalistin-Quest so ein bisschen voranbringen. Aber das war letztes Mal auch im mehr oder weniger Zufall, dass ich sie da getroffen habe. Und diesmal muss ich mit dem Direktor, nicht Direktor, mit dem Regisseur? Ich glaube, mit dem Regisseur muss ich sprechen. Oder mit dem Produzenten, sowas. Mit dem Produzenten muss ich reden. Und wie der aussieht oder wo der sich rumtreibt, habe ich mal überhaupt keine Ahnung. Und das wird mir auch nicht angezeigt. Ich habe da zwar die Quest die ganze Zeit angezeigt, oben rechts im Bildschirm. Heiße unsere salarianischen Pilger auf der Nexus willkommen. Aber sonst nichts. Ihre Reise war lang, aber wir sind froh, dass die Arche Passero endlich eingetroffen ist. Nun bitten wir Sie um Geduld, während wir allen ein Zuhause suchen. Und wer auch immer Zweifel hatte, hat jetzt den Beweis. Die Salarianer leben. Ebenso wie unser Traum. Ah... Und da ist der Held, der es möglich gemacht hat. Pathfinder Rider. Möchten Sie uns etwas sagen? Ich bin's. Carries Produzent. Ich habe im Hintergrund gerade gehört, ich bin's, Carries Produzent. Der scheint also hier rumzulaufen. Also, möchte ich irgendwas Interessantes sagen? Wir haben langsam den Bogen raus. Es war nicht immer leicht, aber mein Team und ich haben es hingekriegt. Wir wissen, was wir tun. Ein selbstbewusster Pathfinder. Genau das brauchen wir. Unsere Wahl war richtig. Wir alle schulden Ryder unseren Dank. Und jetzt genießen Sie bitte die Annehmlichkeiten, die die Nexus zu bieten hat. Wir sind interessiert das gar keinen, was er da labert. Sie haben uns gerettet? Ja, ich war's. Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Wie wir alle. Nun haben wir eine Zukunft. Eine strahlende Zukunft. Eine strahlende Zukunft. Sie haben viel durchgemacht, aber es wird besser. Es gibt in Helios viel Gutes. Ich hoffe, Sie haben recht. So, rennt der Produzent hier irgendwo rum? Ich hab gerade zumindest sowas gehört. Hey, ich bin's. Carries Produzent. Hallo, Hakim. Hakim, Carries Produzent. Ich bin derjenige, der Sie in der Dokumentation so umwerfend aussehen lässt. Danke, Mann. Es gibt allerdings ein Problem. Carrie wurde wegen aufrührerischen Verhaltens verhaftet. Was? Sie sitzt in einer Zelle im Hauptquartier der Miliz. Könnten Sie vielleicht mal bei ihr vorbeischauen? Was? Ein Besuch von Ihnen könnte einiges bewirken. Ihr Schweine! Vergessen Sie es nicht. Carrie sitzt in einer Zelle der Miliz. Sie würde sich über Ihren Besuch bestimmt freuen. Ihr Schwein? Ach, guck an, aber dafür ist die Quest jetzt endlich verschwunden. Oh, Gott sei Dank, ich glaube, ich lasse sie in der Zelle. Die Quest ist endlich weg. Okay, nein, selbstverständlich werde ich sie besuchen, natürlich. Ich glaube, das wird diese Zelle da unten sein. Da muss ich ja jetzt wahrscheinlich eh hin. Das ist ja in der Kommandozentrale, ganz genau. Da, wo damals dieser Gefangene war, der da seinen Kumpel erschossen hat. Ich denke mal, dass damit diese Zellen gemeint sind. Von den Behörden als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über dieses unterirdische Bauwerk bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Felisaria Bessail äußerte sich wie folgt: Was wir in dem Gewölbe aktiviert haben, hat die Atmosphäre. Pibi-Maus ist im Radio. Das war HNS. So, diese Zellen hier meine ich. Aber hier ist keiner. Doch, da ist sie.
Carrie Maus, was hast du gemacht? Oh, hey Ryder. Hakim hat mir erzählt, sie wurden wegen der Dokumentation verhaftet. Ich schätze, ich habe den Löwen ein bisschen zu sehr gereizt. Sie haben ihnen doch nicht wehgetan, oder? Sie haben nur meine Würde verletzt. Na, dann geht's ja noch. Sie mussten die Wahrheit erzählen, egal wie hoch der Preis dafür auch ist. Sie haben das Richtige getan. Wissen Sie, hier waren noch andere Gefangene. Aufständische. Leute, die geweint haben und Angst hatten. Ich und meine Wahrheit haben ihnen das angetan. Sie wollen also einfach hier rumsitzen? Soll Ihre Arbeit so enden? Was? Nein. Zum Teufel, nein. Vielleicht kann ich das hier verwenden. Danke, dass Sie hier waren, Ryder. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn sich irgendwas ändert. Das will ich hoffen. Und ich will hoffen, dass deine Quest jetzt nicht schon wieder da oben angezeigt wird. Nee, geht. Okay. Gut, ich komme wieder. Ich hol dich hier raus, versprochen. Und dann werden wir Liebe machen. Ich kann es kaum glauben. Du bist frei. Oh, Pathfinder. Ne? Das verdanken wir nur ihnen. Ach so, ja, das ist der eine Typ. Ich bin froh, dass sie das Richtige getan haben. Der steht hier immer noch. Hm. Sie sollten sich in Zukunft besser unter Kontrolle haben, Nirkem. Was? Was meint er denn damit, Liebling? Erzähl ich dir später. Lass uns einfach nach Hause gehen. Echt mal, ich stehe hier schon seit Wochen rum. Also, ich muss mal gerade in die Kommandozentrale. Zu Cheffe. Cheffe will mich sehen. Der Imperator. Hallo. Sie warten auf Sie. Sehen Sie sich vor. Klar stimmen Sie zu. Ryder hat Ihre Leute gerettet. Ryder hat unsere Leute gerettet. Ob Sie Salarianer waren, ist unerheblich. Sie waren Bürger der Initiative. Aber es schadet auch nicht, dass es jetzt ein paar Kroganer weniger gibt, oder? Der Pathfinder. Ryder, wir haben gerade über den Ausgang dieser Archon-Sache gesprochen. Ja, Mann, Leute. Cash. Blöd gelaufen. Ich musste tatsächlich einige Kroganer zurücklassen. Und das tut mir leid. Ich hatte gehofft, in dieser Galaxie würde jedes Leben zählen. Selbst das einiger Kroganer. Ich muss allerdings fragen, was es uns gebracht hat, den Archon Dea zu provozieren. Er hatte eine Karte mit der Position von Meridian. Jetzt haben wir sie und nicht viel Zeit, um dorthin zu kommen. Es ist das Kontrollzentrum des Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren, sind all unsere Probleme gelöst. Woher wissen Sie das? Es ist eine fremde Technologie. Das Gewölbe auf Aya weist darauf hin, dass Meridian der Schlüssel ist. Ich schätze, was sie für unsere Einsatzteams getan haben, aber für einen Krieg gegen die Cat sind wir zu schwach. Sie werden Meridian mit allem verteidigen, was sie haben. Was heißt hier wir? Ich bin doch derjenige, der den Krieg führt. Ihr macht doch gar nichts, ihr sitzt doch hier nur voll rum. Wenn wir nichts tun, kommt es garantiert zu einem Kampf. Der Archon plant bereits, wie er uns dem Aufstieg unterziehen kann. Das wird hässlich. Wir sollten uns auf die Außenposten konzentrieren. Wenn dann die Cat angreifen, sind wir nicht alle am selben Ort. Außerdem ist dann noch die Sache mit ihrem Sam. Wir sind das Risiko eingegangen, eine KI mit einzubeziehen. Offen gesagt fühle ich mich aber unwohl dabei, wie sehr sie inzwischen einbezogen ist. Ich kann ihren Plan nicht unterstützen, Ryder. Ich schon. Ryder verdient die Chance, es zu versuchen. Ich begrüße Ihre Geschlossenheit, aber Sie unterstehen mir. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Was ist los, Tan? Angst, jemand könnte sie in den Schatten stellen? Wir sind nicht die Pathfinder-Initiative. Die Befehlskette besteht nicht ohne Grund. Das wäre dann alles. Ich hätte es wissen müssen. Und ich habe nicht mal einen Plan B. Es gibt vielleicht einen Weg. Verzeihung, Pathfinder. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihre Schwester ist aufgewacht. Ah, endlich. Was? Gehen Sie. Wir unterhalten uns später. Im Tech-Labor. Geil. Na, endlich ist die Alte mal wach. Das war mal ein Powernap.
Sarah, du hast mich belogen. Yep. Dad ist tot. Wieso? Ich wusste nicht, wie du reagierst. Ich konnte es nicht riskieren. Ja, aber es mir vorzuenthalten... Ich wollte hier sein, wenn du es erfährst. Es gibt nur noch uns. Erst Mom, dann Dad. Wir stehen das durch. So wie immer. Es heißt, du bist jetzt Pathfinder? Dads Idee. So wie es klingt, wirst du jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Langsam. Sie sind keinesfalls diensttauglich, Miss. Ihr Dickschädel braucht Zeit, sich zu erholen. Sagt wer? Der Pathfinder. Der Pathfinder. Ruh dich erstmal aus. Das ist ein Befehl, Specialist Rider. Ach, jawohl, Sir. Pathfinder, Sir. Oh, vergiss es. Ich war dabei, als du mit 6 deine Popel gegessen hast. Sie können sich gerne noch weiter unterhalten, aber nee, sie danke. Bleiben im Bett. Ryder, hier Pathfinder Raker. Wir haben einen Plan, was Meridian angeht. Kommen Sie bitte so bald wie möglich ins Tech-Labor. Ja, jetzt nicht. Mach ich. Hey. Du fragst dich vermutlich, wie die Dinge so laufen, oder? Ja, ich fühle mich ein bisschen außen vor. Ich weiß, du bist der Pathfinder, aber das war's auch schon. Haben sie dich auch zum Präsidenten des Universums ernannt? Ich arbeite dran. Die Wahl ist erst morgen. Noch nicht. Die Wahl ist erst morgen, deshalb bin ich auch hier. Ich will sicher gehen, dass alle komatösen Patienten für Ryder stimmen. Scheiße, ist das gut. Aha. Also, wie sieht's da draußen wirklich aus? Kurz gesagt, der gesamte Cluster ist von einem fremdartigen Terraforming-Netzwerk durchzogen. Und wir wollen es an einem Ort namens Meridian reaktivieren. Wow, ist das alles? Nein, es gibt da noch eine Alien-Spezies, die Cat, die uns alle in ihresgleichen verwandeln wollen. Und ihr Anführer, ein Typ namens Archon, will meinen Tod. Okay, vielleicht war es doch ganz gut, ein bisschen länger zu schlafen. Ich mag seinen Humor. Du solltest etwas wissen. Dad hatte Geheimnisse vor uns. Was meinst du damit? Zunächst mal ist Sam viel klüger, als wir dachten. Außerdem ging seine Verbindung mit Dad und jetzt mit mir deutlich weiter als bei den anderen Sams. Das wusste ich nicht. Was hatte Dad vor? Er hat einige seiner Erinnerungen in Sam verschlüsselt. Ich habe angefangen, sie freizuschalten. Was für Erinnerungen? An dich, mich. Und Mom. Du hast Mom gesehen? Ja, bei diesem Familienessen, zu dem sie uns überredet hatte. Richtig. Das war echt schräg. Ja, ich versuche noch rauszufinden, was das alles zu bedeuten hat. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht über Mom und Dad unterhalten. Und worüber genau? Ich dachte mir, du wüsstest vielleicht gerne, wie Dad gestorben ist. Allerdings... Auf dem ersten Planeten, auf dem wir gelandet sind, gab es einen defekten Atmosphärenwandler. Dad hat ihn abgeschaltet und uns dadurch alle gerettet. Aber es gab einen Unfall. Mein Helm wurde zerstört und ich konnte nicht atmen. Dann hat Dad mir seinen gegeben. Er hat sich geopfert? Nur einer von uns konnte das überleben. Und er hat keine Sekunde gezögert. Er war ein Held. Ich erinnere mich noch an die Geschichten über Dad, über seine N7-Zeit und darüber, was er beim Militär geleistet hat. Ich schätze, sie waren wohl wahr. Du hättest ihn in Aktion erleben müssen. Er war unglaublich. Gut, dann werde ich mich so an ihn erinnern. Weißt du noch, wie sie sich kennengelernt haben? Nach dem, was Mom mir erzählt hat, war er damals zur N7-Ausbildung auf der Erde, während sie an biotischen Implantaten geforscht hat. Er wollte einen auf harter Kerl in Uniform machen und hat dabei komplett versagt. Aber sie fand es irgendwie süß und hat ein Gespräch angefangen.
Dad hat wohl die meiste Zeit über nur komisch geknurrt. Er hat's nicht mal geschafft, sie um ein Date zu bitten. Selbst das musste sie übernehmen. Unser Vater, der große Frauenheld. Dann ist er in den Erstkontaktkrieg gezogen. Als er vorbei war, kamen wir zur Welt und Dad wurde als Attaché auf die Citadel versetzt. Erstkontaktkrieg nennt man das heutzutage. So, so. Welche Erinnerungen hast du noch an Moms Biotikforschung? Man wusste damals noch fast nichts über Biotik. Mom war eine Pionierin. Sie entwickelte Implantate, die den Leuten helfen sollten, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Okay. Aber das war auch der Grund, warum sie krank wurde. Der Kontakt mit E-Zero hat bei vielen zu allen möglichen seltsamen Krankheiten geführt. Erinnerst du dich noch daran, wie es war, auf der Citadel aufzuwachsen? Ja. Sie war eine gigantische Weltraumstadt, in der man jeder nur vorstellbaren Art von Alien begegnete. Ich weiß noch genau, wie ich mal versucht habe, mit einigen Hana Verstecken zu spielen. Es war total unfair, weil sie schweben konnten. Rückblickend betrachtet ist die Citadel vermutlich der Grund, warum ich hier bin. Dort ist mir klar geworden, wie irrsinnig groß das Universum wirklich ist. Denkst du noch oft an Mom? Als ich aufgewacht bin, hatte ich für eine Sekunde vergessen, dass sie tot ist. Ich habe mich nach ihr umgesehen. Aber dann ist es mir wieder eingefallen. Dad hat von ihr gesprochen, bevor wir zu unserer ersten Mission aufgebrochen sind. Er hat es nicht gezeigt, aber er hat nie aufgehört, an sie zu denken. Er war nach ihrem Tod nie wieder derselbe. Zumindest sind sie jetzt wieder zusammen. Vermisst du eigentlich dein altes Leben? Naja, alles, was ich bisher gesehen habe, ist diese Krankenstation. Soweit es mich betrifft, könnten wir also genauso gut noch immer auf der Erde sein. Aber ja, bevor wir in Stase versetzt wurden, habe ich mein Leben schon vermisst. Oder zumindest die Vorstellung davon. Welchen Teil vermisst du am meisten? Die Suche nach proteanischen Artefakten. Ich war in einem speziellen exoarchäologischen Team, vollständig finanziert und genehmigt von der Allianz. Mein Job, also das, wofür ich bezahlt wurde, war es, bei der Ausgrabung weiterer Artefakte zu helfen und herauszufinden, was wir aus ihnen lernen können. Wäre nicht alles in die Brüche gegangen, hätte es ein wundervolles Leben sein können. Sollte ich solche Sachen nicht wissen? Das brauchst du doch nicht so im Detail erklären. Was meinst du damit? Was ist schiefgelaufen? Naja, Mom war tot. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals darüber hinwegkommen werde. Und Dad? Ihn hat es tiefer getroffen, als er zugeben wollte. Außerdem war seine Forschung an Sam absolut illegal. Er wollte Mom retten und die Initiative hat vielleicht weggesehen, aber die Allianz eben nicht. Nachdem sie ihn gefeuert hatten, hat mir jeder, der wusste, dass ich seine Tochter bin, die Tür vor der Nase zugeknallt. In der Milchstraße hätte uns als Alec Riders Kinder ein Leben voller unerfüllter Träume erwartet. Okay. Danke für das Gespräch. Naja, ich gehe dann mal wieder. Du solltest dich ausruhen. Klar. Die einzige Möglichkeit, sich von einem Koma zu erholen, ist noch mehr Schlaf. Du musst bestimmt nicht mehr lange hier bleiben. Ja, ja. Machst du bitte ein paar Fotos von Meridian für mich? Dann kann ich zumindest so tun, als wäre ich dort gewesen. Aber selbstverständlich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, sagt er. So, Leute, da würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal wieder Ende im Gelände. Ich reise jetzt hier gerade noch hin zur Andockbucht, aber ich beende jetzt diesen Teil. Danke fürs Zuschauen und im nächsten Teil schauen wir mal, was wir dann so machen, was uns hier so erwartet. Ich denke, wir werden mal ein bisschen die Hauptstory jetzt vorantreiben. Ich habe zu viel Zeit damit verbracht, irgendwelche Planeten lebensfähig zu machen. Ich kann das jetzt nicht mehr sehen. Ich möchte jetzt ein bisschen was Interessantes erleben, ein bisschen Story spielen. Also, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal.